Morgen. Guck mal, der ist Kaffee. Tag 2. Was für Tag 2? Vom Regen. Regen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange so intensiv regnet. Oh Mann, ey. Na, wir werden mal sehen. Mal alles gut? Ja, das heißt ja. Das heißt ja. Das ist schön. Gut. Fertig machen. Blumen. Und dann gehen wir los. Regen ist auf alle Fälle. Allerdings hört es jetzt langsam sogar auf. Was wollte ich noch sagen? Ab nach Hause, frühstücken. Moin. So. Ich hatte auch gar kein Geld mehr. Es gibt halt nur süße Sachen. Oh. Mal gucken. Das muss ich laden. Ich glaube nicht, dass mein Bock die ganze Zeit im Regen steht. Also das muss nicht sein. Repräsentativ. Wow! Das ist mal der größte Bugger, den wir so kriegen. Das sagt aber leider auch, dass die Decke tot ist. Dass die Decke durch ist. Und. So, das ist halt auch so ein Ding hier. Die Innenseite ist ganz glatt. Das ist wie Fensterglas. Ja. So, das ist ja selten auf die Straße, aber irgendwie sind da hoffentlich nie durch Fensterbruch durchgefahren. Ja, nur um mal zu zeigen hier für die Kamera. Mal selten so ein schönes Stück satiniertes Glas. Die Morgenpost. Bist du leider, Sir? Ihr wechseln muss, bevor du aushebst. Die Morgenpost ist da. Seit langem die Morgenpost vor allem. Der Mann hat sich hochgeschlafen. Ich sage, du hast dich hochgeschlafen. Du liest jetzt Morgenpost, ja? Ja. Achso. Na, zeig mal, was sind die Neuigkeiten? Ja, aber kannst du dir jetzt umpacken? Ich hab kein Geld. Nee? Nee. Das sind wie die Scheine. Ja, so große Scheine habe ich nicht. Was ist denn das wieder hier? Und ich hab so Fülle, da haben wir den noch mal eingeschenkt, den haben wir eingeschenkt. Und die Geburtstag, Weihnachten und hier und da. Ach, gut, ich weiß. Lies mal vor, die Neuigkeiten. Ja, Berliner. 234 Meter hohe Grafik zum 50. Geburtstag Fernsehturm. Lebenslang für 8 Rocker. Wie hat er seine Talente findet. Oh. Die Spitze schenkt einen Weltrekord. Also, wenn es weiter ist, wollen wir uns hier hinten. Was gibt es? Letter im Angebot? Letter und Drama im Angebot. Naja. Ja. Na, doll ist er nicht, wa? Nee. Und das hat ja nicht aufgemacht, wa? Ja doch, ich war hier. Ach so. Ich war hier. Oft war ich hier. Dann war ich auch ab und zu oben. Weil ich dann oben was machen musste. Oh, ja, dann war ich wieder unten. War wieder oben. Wieder unten. Das war ja nicht. Ich bin dann halt nur hier gewesen, wenn die Leute was auch wollten von mir. Oder wenn ich was zu tun hatte. Oh, ja, ich bin auch, ich dachte, ich kann ja nicht den ganzen Tag nur rumsitzen und Däumchen drehen. Nee, das wäre ja klar, das weiß ich. Ich muss arbeiten. Sollte man eine schlechte Nachricht sagen? Eine schlechte Nachricht? Ja. Ja, sag mal. Ich hab Brustkrebs.
Was? Ja, war. Das ist wirklich wahr. Ich war da am, ich war jetzt die Tag, Tag zum Arzt, was dabei gesagt hat. Wa? Also wir, jetzt am Montag war ich im Krankenhaus und da haben sie eine Röhre in der Schule. Keiner wusste, was sie mit mir anstellen sollten. Aber gestern haben sie gesagt, die schicken sie zu, rufen sie an und wollten mir Bescheid sagen, was, wie das weitergeht. Wann? Ja, am, gestern, wenn wir, am Montag. Wenn wir, wann haben sie dir was abgenommen? Abgenommen, eine Röhre reingesteckt. Abgenommen haben sie auch, aber letzte Woche hier oben. Hast du die Ergebnisse schon? Nee, naja nicht. Na, dann wisst ihr das doch noch nicht. Naja, doch, klar, Ergebnisse weiß ich soweit. Die haben mir ja Blut, die haben mir, Quatsch, ich bin durcheinander jetzt wieder. Ja. Die haben mir abgenommen hier mit das Hasen und da haben sie mir so gesagt, dass das was ist. Also die Bluterguss hier oben ist Bluterguss, aber das ist nicht auch bösartig oder was, Blut, ja. Mein Hausarzt sagt, du musst auch gemacht, das ist Krebs, ja, aber ist nicht so. Das ist kein bösartiger Krebs. Ja. Das ist kein bösartiger, das ist einfach eine Zellveränderung. Naja, so ungefähr, ja. Na Mensch, da machst du mir ja Angst hier. Naja, aber trotzdem, naja, ich hab selber, dann hab ich, die haben mir da eine Röhre geschoben am Montag. Ich hab da gesessen, 5 Stunden, von 10 Uhr, von 11 bis dann um 3:30, ich dann zu Hause war. Ich war total kaputt, ich mag keine Krankenhäuser. Und dann machen sie mal das. Wer mag denn Krankenhäuser? Naja, das, mein Sohn mag Krankenhäuser. Machen sie mal das und machen sie mal das. Wir waren ja jetzt schon ganz schlecht, ich hab dann nichts gegessen gehabt. Ja. Also ich denke, was gibt's denn, die wir haben? Und das sind die Leute, das sind da dumme Leute da im Krankenhaus, die verschießt ja keine Sau. Die sagt ja irgendwas, blablabla, da schreiben sie mal, wenn ihr es sagt, ich hab den ganzen Nachmittag nur geholt da drin, weil der Kinder sagt, wie 5 Meter weitergeht. Ich gestern bei meinem Hausarzt hingehen, den ersten Nachmittag Gespräche hatte, passiert immer. Naja, sagt er, die wollten anrufen, die hat keine angerufen, die haben nicht geschrieben. Die melden sich schon und außerdem sowas sagen sie nicht am Telefon, wenn denn. Die hätten ja mein Hausarzt sagen können. Na, wenn er die Ergebnisse hat, ja, aber der hat er. Hat er noch nicht gekriegt, Naja, nur hat er gesagt, er will mal anrufen und fragen, was da ist heute, ob er rauskommt. Wir wollten die mir heute nach Steglitz schicken, er hat gesagt, da komme ich nicht hin. Also auch Krankenhaus oder was. Wir haben die Krankenhäuser machen Termine abends und morgens um 7:80 oder willst du schon irgendwo da sein. Da sitzt er jetzt 8 Stunden, wie er da rankommt. Da haben die eine Meise, da komme ich nicht hin. Mhm. Da haben die gesagt, vor die Tür machen können. Kann man sagen, können wir machen. So, da habe ich dann meine Freundin angerufen, sagst du, in Oberkrankenhaus, das ist ja nicht operieren, sagst du, mit Binde, was hast du denn? Entweder gehst du in der Köln oder in eine, weiß ich, eine Parkklinik da. Und dann gibt's uns welche bei dir, ja. Oh. Ach, Kastner gestern haben wir gesehen. Ja. Wo Tag, wie geht's dir da? Er sagt, wie sieht das aus? Und Alex, hast du Alex schon mal wieder gesehen? Nee. Doch, wir haben, wann war das? Am Montag früh, oder? Ich sehe ja kaum noch die Leute hier. Ja, ne, Montag Vormittag wird Kaxi gesehen. Abends so. Ich bin vor Traurigkeit oder so. Aber wenn man mal 5 Minuten, wenn man mal helfen soll, oder? Aber ja. Ja, nicht. Aber vorige Woche war ich damit Chris wieder so, waren wir SSE Sonntag, wa? Ja. So gut erzählt hatte. So, dann haben wir zum Beispiel noch Niethosen gefunden, oder auch so eine schöne lange, passen mir alle wunderbar. Eine Niethose, eine Jeans, auch genannt. Und die lange war sauber, ich hab's dann gewaschen, und da hat Alex gegeben zum Umsehen. Naja, am Sonntag oder Montag haben wir dann, hat er mir dann die Niethose gemacht, und also, ich hab dann keine Zeit gehabt. Und dann sagt er, war ein bisschen sauer, weil ich sie nicht abprobiert habe. Dann hat man mit anderen Säulen gesagt und so. Und dann hat er mir gemacht, alles andere. Was ist das? Ja, die hat er mir noch nicht gemacht. Ach, hör doch auf, Feuerwehr. Ja, naja. Dafür macht er ja andere Sachen. Was soll man dazu sagen? So ist es halt. Die anderen Sachen, da war ich komplett die anderen Sachen. Deine Hose umnehmen zum Beispiel. Ich hab ihm auch damals eine Maschine geschenkt von meiner Mutter. Und die steht im Keller und vergammelt da. Gut, was immer kommt noch an sich, aber jetzt, wir werden uns vielleicht nochmal wieder sehen und so. Sehen wir uns auf alle Fälle. Ja. Wenn nicht, bist du unten, wa? Arbeit oder mal sehen, wie die Lage heute aussieht. Schauen wir mal. Alles klar. Gut. Wolfgang, bis dann. Ja, ciao. Ciao. Hat man den
Brake-Booster hier noch festgeschraubt. Habe hier eine Scheibe drunter gelegt, damit er auch greift, dann kannst du hier abziehen. Ja, aber ist ja normal, musst du ja abziehen können. Den musst du abziehen können. Damit er nämlich diesen Schnellverschluss, damit der Schnellverschluss Sinn macht, da drüben. Stimmt. Jawohl. Deswegen ist die eine Doch, Seite ist ja. immer eingehangen. Vielleicht sollte man den noch aufmachen. Ah, stimmt. Okay. Dann nehmen wir die Scheibe wieder raus. Das ist nur für Leute gut, die. Ja, jetzt haben wir einen trüben Tag. Kam eigentlich nicht einer. Ja, außer hier. Der hat dann am Abend abgeheben. Nee, oh ne, kann er nicht sein. Jetzt am Abend noch. Naja, nötig, egal. War für morgen wenigstens was zu tun. Ich habe eingestellt und Fotos gemacht und eingestellt. Das ist doch cool. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe keinen Bock. Echt? Ey, mit der Ware war das halt scheiße, weil ich so gesehen habe, aber wie setzt das an? 25 setzt das an. Ist eigentlich zu teuer, aber 25 ist ja mein Mindest. Ich habe ja auch so ein Einlieferungslimit sozusagen, wenn du so willst. Wenn die alle bei 200 liegen, liege ich jetzt wenigstens bei 25. Weil und was das bringt sonst nichts. Ja, diese drei. Zigaretten, nicht sondern ein Stück. Oh, ich weiß nicht, immer Streichholzbriefchen. Halter, die waren ganz nett. Zum Beispiel, die habe ich eingestellt. Ach so, aus dem Ramsch. Aus dem Ramsch-Konvolut. Okay. Genau, also ich habe aber eben gemerkt, dass ich auf diesen Ramsch keinen Bock habe. So richtig. Also, so wie du halt auch eigentlich. Ne? Das macht einfach keinen Sinn. Nee. Eigentlich die wenigen. Naja. Vielleicht 30%. Ja, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal. Okay. Kostet wie viel? 150. Boah. Ey, das sind über 200 Stück. Ein Huni? 120. Oh Gott. Wie sind das? Wie viel sind das? Über 200. Ja, okay. Na klar. Das ist eigentlich okay. Hier, gratis Beilage. Moment, schön was zu haben für deine dicke Marie. Für was für eine Marie? Ja, weiß ich nicht. Für dicke Scheine. Ich bin arm wie eine Kindermaus. Ja, du. Du hast doch allein schon ein Festmaterialbestand von bestimmt 250. Festmaterialbestand. Festmaterial. Feierabend haben so viel. Und dein Innendorf ist so bestimmt eine Million wert mittlerweile. Nee, das weiß ich nicht. Genau. Ich habe nie mehr nachgeguckt, ehrlich gesagt. Na, wie man ein Haus braucht, soll sie das Ding verkaufen. Kann ich ein Haus kaufen. Das heißt, egal. Das Problem ist, du hast vier Töchter. Ja, die eine kriegt einen Immendorf und die andere kriegt, was weiß ich, die kriegt noch genug. Ich habe noch genug Ware. Du weißt jetzt genau. Ich habe genug. Die hat noch genug Ware. Noch ein bisschen Zarenschmuck. Noch. Diese Katzen meinst du? Ja, die sind auch wunderschön. Dass die für Angela die wieder zum gegeben hat. Das war echt ein, dass du sie überhaupt verkauft hast, erst für 2,5. Total bescheuert, wa? Total bescheuert. Und damals hatte ich die Kohle nicht. Nie wieder. Die bleiben. Zweieinhalb hat damals so viel rufen. Oh Gott, ey, war ja selber doof. Ich habe ihm das mal erzählt, dass sie jetzt bei eBay drin stehen für 50.000. Und dann guckt er so. Und der war einfach klamm. Oder, ja, aber dann, oder er hat irgendeine Panik eingeredet bekommen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber so ein Ding verkauft man dann, du hast es ja im Prinzip noch mit Gewinn, also du hast es ja günstiger genommen, als du es ihm verkauft hast. Und ja, ich habe eine Leihgebühr genommen. Genau. Und sag mal, gibt es doch nicht, ist doch wie irgendwie ein Museum, ja, gibt es doch nicht umsonst was. Ja, aber was war denn das für ein Deal dann für ihn? Also so, wollte er jetzt nur mal für einen Monat... Achso, wie viel Leihgebühr? Tommy, ich wollte dich nochmal fragen, also ich fahre dann los, oder? Oder musst du jetzt unbedingt los? Nee, ich möchte, dass du unbedingt los wirst. Was, hast du jetzt Führerschein? Mhm. Ich muss die Kinder abholen. Dann wolltest du mir einen alten Kaffee bringen und hoffe, dass ich jetzt dafür durch den Regen fahre und Kinder abhole.
was noch. Ich sehe gerade fast schon Sonnenschein. Der war nicht so träge. Du hast gesagt, du holst sie ab. Die freuen sich auf dich. Ja, die freuen sich auch auf dich. Ich bin ziemlich sicher. Freuen sich nicht auf mich, die freuen sich auf dich. Die freuen sich, wenn sie nach Hause kommen, mich hier unten im Keller sehen. Ach, die Alte arbeitet wieder. Die Kamelle, wa? Die olle Kamelle. Und dann habe ich ja noch das andere gute Bild von Dings. Von Opa. Von Opa. Opa Uwe mit 30 Euro hinterm Kamin gefunden. Bei mir für 2,8. Hat er noch, wa? Der hat richtig Geld geholt. 2.800 Euro. Das ist doch für 30 Euro. Und der lacht ja immer so komisch und dreckig. Schlitzohr-Uwe, wie sagst du? Ja, Schlitzohr-Uwe. Schlitzohr-Uwe. Umbenannt. Umbenannt nach dem Deal auf alle Fälle. Das ist alles echt. Deine Lieferung ist da. Ja, Tag. Hätte ich schon höre. So, das ist ein Gutschein für einmal in den Wald zu scheißen. Das ist ja geil. Den wolltest du hin, ja, wo brauchst du den? Ja, fast komplett mal. So, was hast du anzubieten? Heute? Außer kalten Kaffee? Ja, willst du eine Tasche kaufen? Ja, auch noch. Willst du Geld? Ja, er braucht Geld. Du brauchst Geld? Ich brauche immer Geld. Was brauchst du denn jetzt? Ich war gerade beim Jobcenter. Na, siehst du? Haben die Geld? Ah, oh, die haben Menge Geld. Die tun immer nur so. Naja, die teilen das immer ein. Damit für sie auch noch was auf hängen bleibt. Die armen Mitarbeiter. Nee, ich glaube, die checken das gar nicht, dass sie gar nichts für sich tun. Die sind nur so echt gut eingefügt. Das Geld bleibt ja im Hintergrund. Achso, hier kennst du ihn auch. Kennst du den Gutschein? Zu scheißen. In den Wald, ich möchte an die Wand. Hier. In den Wald, das ist ja in die Wand. Wer bringt mich denn da hin? Ach oh Gott, irgendwie. In die Wand und dann verstreichen. Scheiß Putz oder was? Scheiß Putz. Ja. Das war von einem Ossi. Auf alle Fälle. Jetzt ist ganz alt, so mit EVP. Gültig nur für die Benelux-Länder und die Bundesrepublik Deutschland. Ah. Kontrollabschnitt für den Waldaufseher, das ist auch schön. Für den Förster. Verschlafen. Gut, Zeit. Für einmal in den Wald zu scheißen. Moin. Ich hab jetzt nicht mehr. 9, 4, 6, 8, 9. Geh doch hoch an deinen Safe. Nein. Hinterm Immendorf oder was? Komm, du kannst mir aber mal bitte wechseln. Wieso nicht? Hab ich da jetzt was von? Wie machen die das immer? Danke. Sind das jetzt 100 geworden dadurch? Wie brauchst du denn noch? Ich habe ein bisschen was da. Ich brauche 30. Die möchte ich nicht. Die habe ich da. Bist du ja sicher, dass du das, was du kaufen möchtest, dass das so ein Jahreswert ist? Und so? Ich weiß nicht. Soll ich nur mal meinen Gutachter drüber schauen? Ja, was denn? Das hier. Das ist alles gut. Ist das das wert? Nee. Aber du weißt jetzt, was du tust. Wie, was? Hast du den jetzt vom Arbeitsamt gekriegt? Natürlich nicht. Arbeitsamt? Ja, Veruntreuung. Hört gar nicht auf. Veruntreuung, warte mal. Ich hab's geschafft, meinen Zettel wieder rauszulocken. Und ja. Ich hab gar keine Zeit. Hast du noch 30? Was krieg ich noch? Nee, du kriegst ja nicht. Der kriegt noch 30. Das finde ich das erste Mal hier das Portemonnaie. Scheiße. Genau, benutzt und, das mal. Und in einem Jahr gucken wir mal, wie viel drin ist. Genau, dann kaufe ich dir das ab, so wie bei Habibi, so 500. Das Portemonnaie habe ich heute geschenkt bekommen und habe es gleich weiter verschenkt. Ja? Mit Gutschein. Nachher kommt er dann im Brandenburger Forst irgendwo. Ah, hey, hier ist doch. Ja, endlich kann ich meinen Gutschein einlösen. Du musst aber auf des Försters Füße scheißen. Das ist nicht verkehrt, das stimmt. Ja, das werde ich nachher machen. Man müsste mit diesem so ein riesengroßes Schild machen. So, und irgendwo auf eine Straßenkreuzung. Ja. Thank you.
Nee. Okay, die Variante. Improvisieren musst du aus Deutsch. Ja. Ich meine, ich improvisiere ja auch gerne, aber die Möglichkeit habe ich noch nie in Betracht gezogen. Stabiler, scharfkantiger Stahl sein. Ja. Die habe ich noch nie in Betracht gezogen, die Möglichkeit. Der ganze Schlüssel ist da halt schnell. Kostenvermögen und rutscht links, rechts, drüber. Ja, ja. Hier, die Bing. Ja, so ist es. Das ist ja hier, um zu lernen. Da kann man was lernen von Tommy. Dem Klabauter. Klabusterbauer. Klabuster. Klabauter. Buster. Wie auch immer. Zack. Ja, als Abzieher einfach den hier verwendet. Ja? Und zwar so. Klappt. Man muss nur wollen. So. Scheißdreck. Acht. Schmeißt doch alle runter. Tommy, ist nicht so wichtig. Braucht man keine Kugeln. Man braucht keine Kugeln. Alles überbewertet. Die ist jetzt schön eingedreckt. Ah. Sauber wischen. Zack! So, da ist es. Fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun. Passen alle rein. Wunderbar. Haare raus. Haare raus, fett rein. Abgehetet. Perfekt. Hat's gemacht. Bitte. Come on.
Mittag. Ich gehe auch nach oben. Ja, bitte, ich gehe nach oben. Und du bleibst hier unten im Keller. Nein, lass sie mal schön auch mit nach oben, ne? Dann bleibt deine Tasche auch hier unten, weil ich sie ja tragen muss. Ich sag sie jetzt. Ja, und schön den Stuhl runterfallen. Okay. Also, ich überlege. Wenn du klingelst, mache ich sie auch. Sei ruhig. So, Lumi, hochträgst du mal. Achso, das hast du jetzt auch noch. Wieso, das solltest du doch tragen, die Tasche. Sie hat's genommen. Sie hat's doch gerade genommen, Mari. Das hast du nicht zugehört. Ich bin nicht hier ran. Die betteln sich doch gerade. Ach, Tommy? Ja? Meine Frage, berechnest du ihm für die verklemmte Kette auch was? Eigentlich nicht. Jetzt wollen wir so schon alle zur Fülle. Das Wasser ist ja Dynamo, oder? Ja. Das ist der nicht funktionierende Dynamo. Wolle hat seine Fans schon. Dem, der hier einen Auftritt im Laden hat, hat der schon Fans. Wolle, das wird lustig. Was für dich? Grippeimpfung. Wolle macht Grippeimpfung. Aber bis jetzt jede drei gemacht und toi toi, hat alles bis jetzt gut geklappt, muss ich sagen. Bist du mal geimpft gewesen gegen die Grippe? Was kannst du so hochgehen, die Grippe? Das ist ja wohl die Ansteckungsgefahr, aber ich denke mal, ja, dass du keinen ansteckst oder wenn du irgendwo hin musst oder sowas, das ist ja wurscht, ja. Kommen Sie doch hin, junger Mann, müssen Sie hier draußen rumstehen. Mach ich doch glatt. Guck mal nicht so schüchtern, dann treten Sie näher. Auch die stand mal auf dem Kopf. Fantastisch. Ich bin fast schon stolz. Du bringst das ganze Räder von draußen, ja? Herr Wille? Hi. Ein verklebtes Schloss. Du wolltest mal gucken? Ja. Mein verklebter Schlossexperte, also mein Experte für verklebte Schlösser, schaut sich das mal an. Wo habe ich denn meine Seehilfe? In der Leber. Gleich Bremse rein hier drin. Aber der Zucker härtet, oder? Ausgewaschen vom Regen. Ja. Ich hab's immer im Herbst. Ja. Wo liegt? Wo liegt denn? An der Feuchtigkeit in der Luft eventuell. Ja, es ist echt der Regen, kann man da irgendwie was. Ja, Böen. Das Schloss auch irgendwie mit dem Fahrrad irgendwas hier auf die Welle zu, oder? Naja, also. Ja. Da sind ja bewegliche Teile da drin. Die müssen natürlich gut geschmiert sein. Ja, aber nicht hier übermäßig, aber ne, sondern, das sind ja drei Kugeln, bei dem Schloss sind es ja drei Kugeln, so, die innen ja, also geschoben werden. Genau, bei dem Schlosstyp. Und diese Kugeln müssen sich ja frei bewegen können. Wenn die Kugeln anfangen zu oxidieren, dann sind sie halt nicht mehr so satt, wie bevor sie oxidiert sind. Und dann läuft es. Und dann läuft es bis zum nächsten richtigen Regenguss, oder ist es dann... Nein, da ist ja gleichzeitig auch ein kleiner Schutzfilm drauf. Das ist okay, ja so, ist ja nicht mehr. Und irgendwann kann es ja tatsächlich auch mal zu spät sein. Weil wenn der Schlüssel dann doch mal abbricht oder so, oder man zu dolle macht, ist es natürlich ja, so. Teures Schloss, ist ja kein Billiardschloss. Ja,
kannst du ja alle hier. Und Zeit vor allem, ne, wieder. Und dann stehst du irgendwo, stehst du dran, du kommst direkt. Halt und dann darfst du da nicht über Nacht stehen und am nächsten Tag ist es weg. Weil irgendjemand es doch umgekriegt hat. Ohne Schlüssel, ja. Das ist doch ein Wurf. Wo ist mein Wolfgang? Ah. Na, Wolfgang, wie geht es dir? Ach, ja. Ja. Du wirst da, Thomas, so lala. Na, wissen du ich. Zeit durch Stress, ganzen Monat. Den halben Monat, den halben September nur Stress. Macht dir nicht so viel Stress. Macht mal ja keinen Stress, muss die anderen. Denk dran, wir müssen noch Filmaufnahmen machen irgendwann. Der will das von mir und der will das von mir. Und ich sage, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit. Siehste, jetzt wollen sie alle was von dir und jetzt hast du keine Zeit. Nachher beschwerst du dich wieder, dass keiner was von dir will. Ich beschwere mich auch nicht. Im Winter bist du dann wieder alleine und weinst bitterlich dein Winterlied. Ich beschwere mich nur, wenn ich ihn anrufen will, dann ist keiner da oder jetzt keiner du? An. Ja, da, im Sommer sind sie unterwegs. Was überhaupt, ich rufe an, ja, ich melde mich da ja. Und dann mag ich, dass man ihn anruft, dann ist keine Ahnung. Ich habe mich so gefreut am letzten Donnerstag, die Busfahrt. Ja, warst du? Ja, klar. Hast du nicht erzählt? Also, die war wunderbar. Ich bin hier auch mal. Wo warst du mit dem Verein irgendwo? Ha? Mit was für einem Verein warst du da? VDK. Verein Deutscher, was? Krankenkassen? Nee. Kraftfahrer? Das ist so eine Versicherung, ist sowas. Wie da Haus der alten Bürger, das ist da so ein Füller drin, da ist aber Hinstraße. Haus der alten Bürger? Der alten Bürger. Da ist Physiotherapeut drin, da ist eine Schwimmhalle drin und auch da ist so viel Veranstaltung drin für Rentner und alle Alleinstehende und alles sowas. Okay. Ja. Und jetzt habe ich mir jetzt auch geschworen, mit der Weckung, nachher, so wie ich das jetzt an mit meiner Arzttermine hinter mir habe, da war ich im 5. Angriff nehmen. Und ich kam am 9. Dezember bis zum Montag, da ist doch Weihnachtsfeier. Da hast du Weihnachtsfeier. Wohin jetzt der Weihnachtsfeier? Naja, ein paar Apfelsinen abstauben. Kostet 10 Euro. Naja, das kostet Eintritt? Felix, bist du das? Felix, bist du das? Ja. Felix, bist du das? Felix, bist du das? Von deinem Sprich ist ja nicht rein. Naja, von dem haben wir ja nicht gesprochen, von dem Felix. Achso. Das sind die alten. Ja. Wird umsortiert, aussortiert, weg mit dem Scheiß. Echt? Oh, haben wir doch so eine schöne Funko gehabt. Ja, ist doch scheiße, du hast doch nicht an einer. Ey, wo bleiben meine Mützen? Ja. Wo bleiben deine Mützen? Was für Mützen? Na, seine Hüte. Ich hab da eine schicke neue Hüte drin. Hast du? Ja. Ist dabei? Ja. Nee, hab ich jetzt nicht. Performance? Ich habe heute noch drüber nachgedacht. Achso, weißt du, wie viel? 5 Pfund? Englische wüsste man war, aber ägyptische Pfund? Ob das was bringt? Hm? Ja, das bringt dir nicht weiter, würde der Berliner sagen. Ein Euro oder was? Das bringt dir ohne weiter. Nicht mal Euro. Nee? So wenig? Und da ist ja der Schein in der Fabrikation. Das ist ja ein Schein, richtig auch. Wer ist denn der Ruf? China? China. Nee, Central Bank of Egypt. Egypt. Was ist denn Egypt? Was ist denn die von? Nicht schlecht, ne? Sind die in einer EU? Hallo. Fabrikation aufwendiger als ein Euro. Nee, bist du sicher, dass das, das bringt weniger nicht. Als ein Euro ist? Das bringt nichts. Ja, was darf sein? Streichen hier. Also so ist das dafür Wandschmuck. Ja, hier an die Wand hängen oder Felix ist da und was? Sie? Mit dem Wein? Nee, habe ich nicht gefunden, tatsächlich. Wo steht denn der da oben in der Ecke irgendwo? Okay. Das ist, also ich weiß nicht. Nicht mal von der Firma, nicht mal ein anderer Jahrgang? Ja, doch, neue, halt, ja, klar. Ja, ich hatte ja welche von 2002 und ja, so. Ja, meine ich ja irgendwie so. Und was bringen die? Was die bringen, weiß ich nicht. Hätten. Ja. Naja, die wollen. Die wollen für eine Flasche irgendwie so um die 15 Euro. Ja, auch aus 2002 oder so. Mann, ich weiß jetzt nicht, ob das 2002 irgendwas. Ja, oder ab 2000. Irgendwie die Flasche 15 Euro. Ja, natürlich bringt dann so eine Kiste, da nur 8 Flaschen drin sind, ja. Bringt dann halt einen 100er oder was.
Also 100. Mit dem alten Nutzer, aber echt von naja, oder weil es irgendwas Besonderes ist, so eine Rarität, dass die. Ja, aber ich glaube, die Juden hast du alle ausgetrunken. Meinst du? Ja, aber die Ältesten habe ich ja auch behalten. Ne? Aber muss ja nicht heißen, dass die Älteren die Besseren sind. Ne? Okay, man weiß halt nur nicht, wann er da ist. Ne? Ja, nicht um Mitternacht, so wie wenn du hier immer erscheinst. Jetzt mal, Nein, das ist Klemms, Alter, das ist ein Klempner-Firma. Ja, macht jetzt Feierabend. Der hat schon lange Feierabend. Da musst du vormittags hingehen, Felix. Okay. Der Wein steht hier, nimm den dann mit und bring den zu ihm und sag von Tommy, ja, aber du musst einen Chef und dann auch bei guter Laune erwischen und mit Zeit. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Kannst du da nicht einfach hinkommen so und Anni düdelt am besten noch, hey, willst du einen Wein trinken? Nee, ist schon klar. Nee, das ist ja dann immer Zufall. Tja, naja, ich will das jetzt auch nicht ausnutzen. Ich will das jetzt auch nicht ausnutzen oder so. Das kannst du ruhig die Flasche auch selber verhökern. Weil ich brauch die ja eh nicht, also ich krieg die ja eh nicht. Ich sag mal erst mal, naja, erst mal, wie schnell es so schlagen soll, muss nur kurz mal gucken. Oh Mann, ey. Ja! Pro Hub 1 Euro! Oh Mann, ey, muss das schnell machen. Muss man das löten oder was? Was muss man löten? Achso, jetzt wieder also mal ganz. Muss man löten bei Ihnen? Im schlimmsten Fall Kabel außen. Ach, Kabel außen. Achso, ist das am Rahmen weggerissen? Ja. Also wir haben hier noch einen Überhang. Das ist Standard. Herr Tobi, weil er schon mal hier aus Brasilien mit der Latzhose? Ich hab nichts verstanden. Hier mit der Latzhose und aus Marzahn, der mit seinem Aktenkoffer. Aus Marzahn mit der Latzhose? Ja. Malsdorf, mein Freund. Oder Malsdorf, wie sicklich. Geralf. Genau, wie der heißt, ich mag. Der Medailleur. Ja. Der war irgendwann mal da. Mensch, Wolfgang, was du mal wissen willst. Ich hab dann bloß gesehen, wie ich aus dem Fenster geguckt habe, da hat der draußen auf dem Stuhl. Ausgeruht, ja. Der hat gegrübelt, ob er mir das verkauft oder nicht, oder wie, oder was. Hat er wieder was Besonderes gehabt, ja, oder wie? Das ist ein Phasenprüfer. So. Altes Modell. Ein Lügenbold. Ja. Hat den Elektrolehrling ersetzt. Feierabend, gut aufs Gelenk. Schmalzfleisch. Ball. Aber ey, komm doch mal tagsüber. Komm doch mal tagsüber. Ach so, ja. Was ist mit dem Rad denn hier? Muss ja auch mal irgendwann. Ja, eben, deswegen. Kommst du bitte am Freitag und. Mach. Ja? Mach ich. Ja, aber ich hab die Lampe schon mal mitgenommen, ja? Die vom. Aus der Kammer, da beim Korb. Ja, ist ja nicht alles unbrauchbar da dran. Ja, schreib mal. Bernhard. Bernhard. Weißt du dann Bescheid? Ich weiß Bescheid. Weil ich schreibe mal manchmal Namen auf und dann habe ich eine Telefonnummer und weiß da in welchen Zusammenhang. Ah, dann schreib doch auf, was war denn das? Schreib doch auf Tudor. Dann, aber das kann ich mir auch nicht merken. Tudor, nee. Ja, nee, das schreib doch auf. Schreib doch auf für Einraumwohnung. Du musst doch die Frage in der Einraumwohnung damit machen. Rot MB. Rot MB. Rot MB. Tja, das ist der Ding, bist du doch. Und war der dein Chef schon wieder hier, Thomas? Nee, wenn sie mal anklicken oder was nächste Woche oder dann viel zu teuer, also viel billiger geht nicht. Wahrscheinlich ist alles so von der absolute. Boah. Ich muss gucken. Ich ja. Weißt du mal, ja, bringst du mir mal ein Foto von dem Knatterton? Ja oder nee? Oder hast du ja keinen Bock, das zu verkaufen oder was? Eigentlich schon. Aber ich du musst doch eh Platz. Ja, im Keller und
und eine halbe Stunde wegräumen, dass ich es zu Ach Gottes Willen, eine halbe Stunde. Heute habe ich, mein, hätte ich eigentlich einen Schirm gebraucht für morgen, ja. Den wollte ich mitnehmen. Und da Ach, du gehst auf den Markt? Ja, morgen. Da stehst du, oh ja. Und mein Schirm, der ist entweder in dem einen Lagerraum oder im Container, ne? Nur beides ist bis Türe vollgestellt. Ne? Ach, du musst das mal komplett verkaufen, was ja. Nimmst du denn für alle? Ach, vorhin habe ich mal gedacht, wenn einer 10.000 gibt, ist gut. Das ist wahrscheinlich okay. Ja. Meinst du, da kann man mehr draus machen? Ja, naja, Möbel drin, weiß ich. Guck mal, der kriegt schon Schnaps. Das muss ich mal sehen. Elbe kannst du bestimmt kriegen. Vielleicht. Christ, du musst denn nur zwei Container Ware umsetzen. Ja. Für 1000 haben wir. Naja, das muss man mal sehen. Und dann habe ich gar nicht aus den Dingern rausgerannt, sonst hätte ich eine Stunde rennen und raus und hätte vielleicht auch nicht gefunden, mein Schirm ist jetzt steig ohne. Laden eingepackt. Und das bei dem Wetter. Ja, aber wenn es pisst, ja, mach gut. Alles das klar. Gestern Morgen auch, oder was? Nee, ich hab frei. Ja. Ich bin froh, dass ich frei habe. Im Winter, dann mache ich wieder ein bisschen mehr, aber so, guck mal, ich bin den ganzen Tag immer hier. Ich brauche die freien Tage. Ja, so zum Kochen. Für die Family. Nee, das interessiert keinen Menschen von meiner Familie. Außer mich. Und das ist, ich hab auch die Bude voll mit Ware. Die kommen doch alle her, bevor sie dahin gehen, kommen sie zu mir. Und ich mache mit dem großen Sieb schöpfig das Blut runter. Die Sahne. Die Sahne. Und der Rest fällt unten durch. Ja, klar. Das ist, wo ein Name draufsteht, kostet. Wenn ich dann mit der Uhr anfange, mit 600 und 650 rumzueiern im Verkauf und dafür ein halbes Jahr warten muss, sind das die 150 mehr. Das sind nicht wert. Ganz einfach, das ist es. Wenn ich aber das Ding kriege für, sagen wir mal, jetzt übertrieben, jetzt nicht bei dir, krieg eine Uhr für einen 100er, kann die aber am nächsten Tag für 300 verkaufen. Also weiß ich. Und kann immer noch auf 200 runtergehen und hätte trotzdem verdoppelt. Das ist natürlich geil. Das lohnt sich. Du kennst die One bei so nicht. Nein, also bei dem Ding. Ist dann guckst du auch dann immer, weißt du. Ja, das muss ich schauen. Ich muss schauen. Kaufpreise gucken, Verkaufspreise. Ach, so. Na gut. Dann haben wir einen schönen Feiertag dann. Danke dir auch. Tschüss. Ciao, viel Erfolg. Ja, Wolfgang, das ist hier, ist was los, wa? Das ist ein Treffen. Der will was verkaufen, der will was verkaufen. Na, verkaufen wollen sie alle. Kaufen will nur Tommy. Ich will kaufen, ich bin der Einzige. Stimmt Tommy. Ja nicht. Ich hab auch was gekauft. Ja, genau. Ja, das war aber mehr Zufall. Ja. Das war ja so ja nicht geplant. Das hier auch gerade nicht. Und das war ja auch ein, spontan, das war ja ein super Angebot auch. Ja, also Spottpreise. Und ja, Spottpreise? Ja. Wie? Wenn jeder jetzt kommt. Ihr kauft doch teuer. Ha? Ihr kauft doch teuer ein, teilweise. Ja, ich will, ich gehe gerade noch teurer. Was das schon mal. Spottpreise ist das Gegenteil davon. Ja, ich wüsste, wie ich mein. Ich erkläre es, jetzt muss man jetzt spontan sozusagen. Ja. Voll das Gegenteil behauptet. Anstatt ja, mit 100 Euro oder was, dann gehst du runter mit 17, 18, hast du ja schon ein paar Mal gehabt, bist du nicht mehr. Aber siehst du, wer hier kommt? Heute ist schon wieder. Carsten war heute schon da, hat schon was gekauft, war? Hat schon hochgebracht, oder? Denn ein Haufen Kleinkriminelle, die ja. So kommen mit ihrem Scheiß und den andrehen wollen. Und dann eben noch jetzt Bernhard am Ende. Der eben. Ja, der auch 500 Euro vom Jahr haben will. Ach so. Ja. Ist dann schwierig. Wenn ich alles kaufe, jeden Tag immer, so viel Geld kannst du ja nicht verdienen. Das zahlt ja, logisch. Also, zahlt ja. Schlicht und ergreifend geht das nicht. So. So, damit wir danach Moderation hinkriegen. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Ja. Die Uhr läuft weiter, aber die Zeit ist schon um. Fantastisch. Jetzt blenden wir noch aus mit Wolfgang, wie er schläft. Anfängt einzuschlafen. Schlaf ich. So lange läuft die Kamera noch. Bis dann. Ja. Ich kann wieder aus. Morgen ist Karlshorst. Auf der ehemalige Trabrennbahn Karlshorst. Die gibt es ja nicht mehr. Da sind ja jetzt so Häuser drauf gebaut. Das ist ja jetzt so Luxus. Naja.
wie gesagt, wenn ich alle kaufe von allen, die immer kommen den ganzen Tag, dann muss ich ungefähr 1000 Euro einrechnen. Ja. Das nimmst du ja nicht ein. Nee, na nie im Leben. Das nehme ich ja im Monat fast nicht ein. Guck dir mal an hier, was hier los ist. Ist ja logisch. Also mal 10 Euro hier, mal 50 Euro da, aber das war dann auch manchmal an manchen Tagen. An anderen Tagen ist natürlich Samstage sind manchmal richtig gut. Da hast du dann mal 200, 300 Euro schon mal in der Tasche. Weil ich weiß nicht, manchmal hast du viel, manchmal wenig, je nachdem, klar. Ja, das bin ich.